Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfL Osnabrück gegen den FC Hansa Rostock, das Rostock mit 1:0 gegen ein Tor von Dorda für sich entscheiden konnte. Ich begrüße Sie hier im Presseraum, im Herforder VIP-Raum und natürlich auch die verbliebenen Zuschauer in der Osnatel Arena. Hier oben begrüße ich die beiden Trainer, zu meiner Linken Carsten Baumann, Cheftrainer vom FC Hansa Rostock, und unseren Cheftrainer Mike Walpurgis. Carsten, ich würde dich bitten, dein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, dankeschön. Man kann sicherlich davon sprechen, dass es heute ein glücklicher Sieg war für uns. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir wenig Spielkontrolle, da hat Osnabrück sehr gut den Ball laufen lassen. Wir haben immer wieder versucht, vorne zu stören, zu attackieren, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Das ist uns nicht gelungen, weil sie immer gut rausgespielt haben und im richtigen Moment auch die langen Bälle gespielt haben. So dass unser Feld dann einfach zu groß war, zu weit war und wir haben dann die zweiten Bälle nicht bekommen. Und deshalb war mir das gerade in der ersten Halbzeit zu risikoreich und mit zu vielen Situationen vor unserem 16er. Das haben wir nicht gut gemacht, haben es dann geändert in der Halbzeit, haben gesagt, nicht mehr attackieren, ein bisschen tiefer stehen, Ballbesitz gerne an Osnabrück, aber unser Feld eng halten. Und das hat uns insgesamt, glaube ich, mehr Sicherheit gegeben und das Tor natürlich auch. Ein Sonntagsschuss aus, 25, 30 Metern, passiert auch nicht alle Tage. Danach hatten wir noch die ein oder andere gute Kontermöglichkeit. Osnabrück war vielleicht für 10, 15 Minuten etwas geschockt, hat da nicht mehr so viel gemacht. Aber am Ende natürlich alles nach vorne geworfen und die Eckballserie, die Osnabrück hatte, haben mit Glück überstanden. Eine ganz gefährliche Situation, der Kopfball auf die kurze Ecke. Wir freuen uns über die 3 Punkte, die nehmen wir gerne mit. Ich kenne die Situation von meinem Kollegen, wenn man vernünftig spielt und nicht punktet, das hatten wir gerade in den ersten Spielen auch, das ist immer bitter. Aber ich wünsche den Osnabrückern natürlich alles Gute für die nächsten Spiele. Dankeschön. Danke, Carsten. Dann, Mike, würde ich dich bitten, deinen Kommentar zum Spiel abzugeben. Ja, vielen Dank, Carsten. Also, ich denke, es ist schon viel gesagt. Wir waren in der ersten Halbzeit klar feldüberlegen, haben da auch die eine oder andere Möglichkeit. Letztlich müssen wir einfach schauen, dass wir natürlich aus der Feldüberlegenheit im Finalspiel einfach mehr daraus machen. Es bringt uns ja nichts, wenn wir am Ende sagen, okay, der Gegner hat glücklich gewonnen, wir haben unglücklich verloren, aber wir stehen mit 0 Punkten da. Fußball ist ein Ergebnissport und wir brauchen Punkte. Nur die bringen uns weiter und die haben wir heute hier im Heimspiel nicht geholt. Wir wollten die unbedingt holen. Ich denke, das hat man der Mannschaft auch angesehen. Nach dem Gegentor, hat Carsten ja auch schon gesagt, waren wir schon auch geschockt. Das mussten wir wegstecken. Danach hat die Mannschaft wieder nach vorne gespielt, bei dem Kopfball auf die kurze Ecke, Riesenparade vom Torwart, der ist normalerweise drin, so ein Ball, und dann geht vielleicht auch sogar noch mehr. Trotzdem für uns natürlich sehr, sehr bitter. Stehen jetzt vor der englischen Woche und müssen schauen, dass wir natürlich dann auch jetzt auswärts dann in Cottbus auch was mitnehmen. Vielen Dank. Danke auch dir, Mike. Zeit für Ihre und eure Fragen. Würde ich ein kurzes Handzeichen bitten, dann kommt das Mikrofon. Das machen wir jetzt. Machen wir aus. Machen wir ohne Mikrofon. Jawohl, alles klar. Ja, Herr Walpurgis, Sie haben gerade gesagt, der letzte Pass, also damit dann auch wirklich gefährliche Chancen aus dem Spiel raus entstehen, hat gefehlt. Meine direkte Frage in Richtung Personal. Der Simon Tüting ist ja durchaus einer, der so einen Pass auch mal spielen kann, der auch so gute Pässe spielen kann. Warum kriegt er nie die Chance von Anfang an? Gut, also wir haben natürlich, das habe ich ja immer gesagt, dass wir auf der Sechserposition hervorragende Jungs haben und jeder natürlich seine Form und Nachteile hat, seine Stärken und Schwächen. Und wir haben uns heute für Sophie Entscheid und Christian Groß entschieden. Und ich denke auch, dass gerade die beiden auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Und insofern, finde ich, stellt sich die Frage überhaupt nicht. Das vielleicht auch ein bisschen was breit. Das vielleicht auch ein bisschen an den offensiven äußeren Positionen. Adi Menga hat auch schon bessere Spiele gemacht als heute, oder? Ja, also ich kann hier wirklich keinem Spieler einen Vorwurf machen. Ich denke, jeder, der gerade auch das Spiel in der ersten Halbzeit gesehen hat, was uns fehlt, ist einfach das Tor und das Erfolgserlebnis, dass wir dann auch ein bisschen sicherer und freier werden in den Aktionen. Aber dass die Jungs es können, das haben sie ja gezeigt. Dienstag geht es weiter. Wie kriegen Sie das jetzt aus den Köpfen oder wie kriegen Sie die Jungs wieder ran? In Cottbus auch nicht leicht.
Jetzt muss der erste Saisonsieg her. Wie wollen Sie es hinkriegen? Ja, also genauso weitermachen, aber natürlich schauen, dass wir dann auch im Offensivbereich einfach mutiger, entschlossener auch die Bälle abschließen. Wir haben auch in der ersten Halbzeit aufs Tor geschossen, nur wir müssen dann einfach konsequenter sein. Die Bälle müssen flacher in die Ecken geschossen werden und nicht dann schauen, dass wir irgendwo einen Winkel treffen. Da müssen wir einfach noch konsequenter und klarer in den Aktionen sein, noch entschlossener in die Bälle auch reingehen. Das ist im Moment das, was uns noch fehlt. Jetzt weitere Fragen an einen der beiden Trainer. Scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben es mehrfach angesprochen, vor dem VfL liegt jetzt eine englische Woche, am 25. beim FC Energie Cottbus und am 29. Samstag 14 Uhr hier zu Hause gegen Holstein Kiel. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, kommen Sie gut nach Hause, und das gilt natürlich auch und insbesondere für Carsten, dich und dein Team. Wir sehen uns dann wieder am 29.08. um 14 Uhr hier gegen Holstein Kiel. Danke.